Bella von Zündapp, Giovanni Ferraro mit italienischen Genen, eindeutig made in Germany. Bist du eigentlich in Deutschland geboren oder auch made in Germany? Nee, ich bin hier in Schaffhausen geboren, in Deutschland. Nee, die Frage war eine andere. Egal. So, ich guck mal. Ich schau mal gerade ganz kurz, viel zu früh. Heute ist Frühlingsanfang, 21. März. Das hier ist ein tolles Motorrad. Sieht unglaublich italienisch aus. Ich sag mal jetzt, meine Frage ist natürlich, warum kaufe ich jetzt keine Original, sondern kaufe jetzt hier die Bella R50. Ich könnte ja auch eine Piaggio oder eine, wie heißt die zweite Firma? Ja, es gibt viele, aber Original ist ein falscher Begriff. Das ist ein Original, das ist ein Zündapp-Original, das andere ist ein Piaggio-Original. Das ist also, es gibt Leute, die kaufen gerne einen BMW, die anderen einen Mercedes. Und ich habe Kunden, die wollen gerne eine Zündapp haben, eine Bella R und keine Vespa, die dann 2.000 Euro mehr kostet zum Beispiel. Ist das so, dass die 50er, die liegt bei 5.000, 6.000? Ja, ja, die 3.7, 3.8 muss man schon mal ausgeben für eine 50er Vespa. Und die hier? Bitte? Und die hier? Die hier. 2.599 Euro. Also 2.599 Euro. Da kommt noch was dazu? Da kommt eine Logistikkosten von 149 Euro dabei, ist dann praktisch abholbereit betankt. Da kommt nur noch ein Kennzeichen drauf und man kann losfahren. Also abholbereit bedeutet, sie wurde von ihrem Käfig befreit, wenn die ja kommt aus Fernost. Dann, die kommt eigentlich über einen Zwischenhändler, also nicht direkt zu dir, sondern ihr habt einen Importeur, der sich darum kümmert. Das System funktioniert so, dass fast alles ja mittlerweile aus Fernost kommt. Und aber es wichtig ist, es gibt auch Motorräder, die man direkt kaufen kann, ab Auslieferungslager, Polen, Rumänien und so weiter. Dann gibt es da eine Kiste. Service weiß man nicht. Das ist halt so, hier ist ein bisschen anders. Hier ist ein Zwischenhändler dabei, der hat einen riesen Ersatzteillager. Richtig, genau. Wir haben unseren Importeur, die Firma Karscher aus dem Schwarzwald, schon 20 Jahre Kunde bei denen. Und wir sind Stützpunkthändler von Zündapp, auch der stärkste im Saarland, glücklicherweise zurzeit, weil die Maschine einfach super ist, jede Maschine von denen. So, und wir haben mit der Bella R eine ganz, ganz geile Maschine. Die wurde übrigens noch von der Motorette 2018 Roller des Jahres gewählt. Schicke Optik. Ich gehe noch mal ein Stück zurück, dass wir das mal sehen. Übrigens sind bei den 50ern auch die Zweitakter back. Ich zeige mal gerade ZXM 50. Es gibt tatsächlich von Zündapp jetzt wieder eine echte Zweitakter mit einem tollen Lizenzmotor mit drin. Das ist eine Viertakter. Wenn man den Zweitakter anmacht, da kommt eine Rauchfahne raus. Das gibt es hier nicht mehr. Ne? Ja, genau. Da verbrennt ja Öl. Wie gesagt, eben die Zündapp. Zweitakter endlich. Letztes Jahr war sie leider nicht da. Jetzt ist sie wieder erhältlich. Also wir sind ganz stolz und froh drauf. Und die Bella ist schon seit Jahren da. Die haben wir übrigens in verschiedene Farben. Hinter uns steht noch die Petrol, Moment die gängigste Farbe. Dann habe ich sie noch in einem wunderschönen Rot. Ich finde sie in Weiß sehr schön. Ja, die ist elegant. Also Weiß ist sehr, sehr elegant. Man kann auch selbst schon ein bisschen was reinmachen oder seinen eigenen Stil reinbringen. Hier die vollwertige Fußrasten, wo man jemanden mitnimmt. Man kann hinten einen Topcase montieren, auch universal, nicht irgendwie großartig da Zubehör vom Zündapp. Man kann jede X-Player Topcase auch montieren. Dein Tipp ist, wenn man tankt, E5 tanken, richtig? E5 ist unbedingt Pflicht, aber man muss nicht unbedingt eine 95 Oktan, man sollte dann Super Plus fahren, alle zweite. Also, das mache ich grundsätzlich, also bei allen kleinen Motorrädern, die ich habe, immer Super Plus tanke ich, weil es sind zwar ein paar Cent mehr, aber da geht ja auch nicht viel rein. Da gehen 5 Liter rein und so, also die jetzt bei mir drin sind. Was ist der Vorteil? Ist das irgendwie für den Motor besser und warum? Ja, erstmal sind mehr Additive drin. Zweitens, die Oktanzahl etwas höher. Er ist drehfreudiger und er hängt auch besser am Gas. Verbraucht aber dann wieder weniger, also hat man die Mehrkosten drin. Also bei mir hat mal einer gesagt, dass diese ganzen Biosprit-Sachen, die kommen, das Problem haben, wenn er mal länger steht, der Sprit kann schlecht werden. Ist das so? Ja, die E10 hat 10% Bio-Anteil. Das heißt nicht nur, dass er die Gummis anfangen tut, sondern auch dementsprechend, wenn er lang drin ist, also sehr oft verflieht und hat auch einen komischen Geruch dann, ja. Hier sieht man das, also LED, hier vorne der Hauptscheinwerfer, das ist noch Halogen, der Rest ist LEG. Genau, ja. Alles andere hinten und die Blinker-Halogen sind LEDs und vorne hat man diese H1-Birne drin im Autobereich, bekannt als H4. Mach mal bitte auf, dass wir mal den Stauraum sehen. Wir haben hier zentrales Schloss, ich kann das dann hier drüber öffnen, habe hier ein schönes Staufach. Mit der Inspektionsklappe, das heißt, da werden auch die Kosten sehr gering. Ich kann hier direkt meinen Vergaser einstellen, komme an den Motor dran und das ist also sehr wartungsfreundlich. Okay, Schraubendreher einfach aufmachen, dann hast du hier betanken? Hier betanken, wie wir eben schon erwähnt haben, E5. Kein Öl muss ich reinfüllen, ist ein Viertakter? Genau, das Öl ist drin in der Ölwanne und wird dann geschmiert.
durch die Ölpumpe und so weiter. Okay, auch das ist hier. Der Gepäckträger ist dabei. Der ist dabei. Man kann hier wie oben im Regal, sieht man es an, die Topcase montieren, egal welche man gerne möchte. Ich montiere am liebsten die mit den weißen Rückstrahlern, dass das zum Rücklicht passen tut. So, hier vorne hast du einen Helmhalter bzw. einen Taschenhalter. Genau. Den kannst du dann reinmachen. Du hast einen sehr, sehr niedrigen Durchstieg. Das heißt, du hast nicht diesen großen Dom. Nee, ich kann da direkt hier drauf, ohne dass ich da, ach, wenn ich von ich ja nicht die Damenrock anhaben, kann ich dann, ohne dass ich da hier den machen muss, also schön gemütlich drüber und habe hier genug Platz, um zu fahren. Und als 1,80 Meter Mann, guck mal, wie viel Platz ich da habe. Hat auch einen Grund, warum, weil diese Maschine gibt es in der Ausführung auch als 125 Kubik. Deswegen ist die so groß. Mach mal bitte an, dass man sieht, da ist ein Digitaldisplay genau, drin. Ist es auch ein Bussystem drin? Ist auch ein Bussystem hier drin. Mittlerweile bei alle Euro 5, weil die nach, hast du eben gerade gesehen, ich mache es wieder an, da kommt die Motorkontrollleuchte, geht dann kurz an hier. Das heißt, der kontrolliert, ob alle Sensoren, Luftdüsen in Ordnung sind. Okay, das heißt also auch hier wird Abgas gereinigt, Blinkanlage, mach mal bitte an. Da habt ihr eine Warnblinkanlage. Eine Warnblinkanlage. Okay, dann LED habe ich gesehen. Full. LED. Wir haben hier ein Fernlicht. Und, eine Lichttube hat man sogar und hat sein Fernlicht, wenn der Motor durchgestartet ist, dann hat man das. Mhm. Hier hat man auch den Ausschalter, das heißt, wenn man irgendwo in der Stau steht oder eine Ampel, kann man hier ausmachen und dann wieder starten, ohne am Schlüssel herumzudrehen. E-Starter? E-Starter, klar. Kann man kurz mal anmachen. Cool. Also ich sage hier, wie einfach durch die neuen Vergaser Euro 5, ich brauche eigentlich nur die Bremse drücken, weil es Varomatic ist und drücke hier auf den Schalter und die Maschine ist da. Das war's. Ja. Das Ganze ist auch jetzt beleuchtet. Beleuchtet, sehr schön beleuchtet, im Prinzip hell. Also es ist schon, man sieht schon einiges. Und vor allen Dingen muss ich sagen, die Bella Air hat eigentlich von den 50er, wo ich hier habe, den stärksten Motor. Mhm. Der hat richtig alt. PS, was hat die? Die haben knappe 4 PS haben die. 4 PS, Drehzahl, ist der jetzt Drehzahl, extreme Drehzahl oder kommt der von unten raus? Ja, wenn überhaupt bei 6.500. Also wenn man sie trotzdem auf 25 km/h kommt, ist auf 7.000. Aber ich schon mal Viertakter nicht so schön. Mhm. Nicht so schön. Ich guck mal gerade, das ist jetzt die gleiche in Petrol. Farben, was gibt es noch für Farben? Wir haben noch die dunkelblaue, die steht da hinten. Warte, komm, die zeigen wir mal. Die in dunkelblau haben wir sie noch da. Das ist jetzt die 125er, das spielt keine Rolle. Die ist Rolle. Gleiche Farbe haben wir dann auch in dunkelblau. Dann haben wir sie in diesem schwarz. Warte, ich komme mal auf die andere Seite, dann sieht man das Blau mal besser. Weil wir gerade gegen das Licht filmen. Das ist das Blau, was du im Moment hast. Und ja, dann Farben, was hast du noch für Farben? Rot habe ich noch da. Und ja, das sind eigentlich die Farben, die wir. Es gibt noch ein ganz, ganz helles Blau, aber nicht gerne sehr beliebt, habe ich nur auf Bestellung. So, komm, wir gehen mal raus, dann filmen wir mal dein Logo. Wir sind in Buß, heute ist Frühlingsanfang. Wir haben viele Motorräder heute gefilmt, unter anderem die neue Luxon Silver Glide, auch eine 125er der besonderen Art. Sieht aus wie, ja, so, ich sag mal, Chopper Harley verschmitzt, so ein kleines bisschen. Ist natürlich keine Harley. Nee. Nicht, dass Leute denken, es wäre eine Harley. Nee, aber ist schon, wie gesagt, man will immer ein bisschen mehr haben, als es ist. Man soll Spaß haben. Wir müssen wieder Spaß haben. Müssen wir Spaß haben? Ja, wir müssen es mittlerweile Spaß haben. Nur 2, 3 Jahre langsam hängt uns das Ganze hier oben. Also lass uns einfach. Ich gehe auf die 60 zu und du. Ich gehe auf die 70 zu. Nee, du bist gerade 60 geworden. Ja, ich werde 61. 61. Zweirad Ferraro in Buß, B-O-U-S. Das Ganze ist im Saarland. Kommen mittlerweile aus ganz Deutschland her. Du kannst sie versenden? Ja, versenden mit eigenem System, kurz anrufen, fragen, wo man wohnt und dann kann man auch den Preis ermitteln. Die wird fix und fertig aufgebaut, geliefert. Das heißt, derjenige übergibt die dann auch noch. Ich kann sogar mit Kennzeichen bestellen. Ja, und kein Schnippelchen, Palette, kein Pappe, kein Papier, nichts. Wird übergeben und derjenige macht sie sogar noch an für mich, oder? Macht sie an, erklärt sie noch vor Ort, gibt die Unterlagen ab und fertig. So, Zweirad Ferraro. Tschüss, Giovanni. Tschüss.